Ja, meine Leute, oder hier? Und wir sind im Hauptmenü von Runeterra, aber hier starten wir nur beim ersten Video. Der Rest wird nämlich in Zukunft immer hier starten, in meiner Kollektion. Und ihr seht, ich habe nicht viel Decks. Ich habe meine Decks alle auf einem separaten Platz, alle abrufbar immer. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute um Spooky Scary Skeletons, Dragons. My bad. Und zwar geht es um Cythria Shyvana. Ich habe das Konzept nicht selber erfunden, selber entwickelt. Ich habe es online gesehen. Ich habe die Liste nur ein bisschen angepasst, weil mir ein, zwei Sachen nicht gefallen haben. Vielleicht sind die Listen auch jetzt in die Richtung gegangen. Ich weiß es nicht. Ich werde euch auf jeden Fall ein Deckcode unten in die Beschreibung schmeißen. Ich werde euch auch den Link zur Mobalytics-Seite von dem Deck, damit ihr direkt sehen könnt, ob ihr alles habt, etc. etc. Werde ich euch alles unten in die Beschreibung schmeißen. Also, warum spielen wir das anstelle von Tier Zero, also Irelia oder Tier 1 Nasus? Also, streiten sich ja so ein bisschen da zwei, die Decks da oben, Nasus Thresh und Azir Irelia. Auf jeden Fall, das ist quasi ein Midrange-Combo. Ja, so ein Midrange mit einem Combo-Finish. So in die Richtung geht's eher. Es ist halt, es punisht ultra gut kleine Units, was Shyvana ja auch in den Aurelion-Listen macht, weil sie halt die kleinen Units einfach für einen +1/+1-Buff töten kann. Was in den meisten Fällen bedeutet, dass sie gar kein HP bis vielleicht nur ein HP von stärkeren Units verliert. Dann haben wir hinten raus Radiant Guardian für Lifesteal, noch den Screeching Dragon, weil es mit Shyvana einfach die zwei besten Dragons sind. Und dann haben wir unseren Combo-Finish. Spectral Matron und Cythria. Ja, Cythria haben ja alle so ein bisschen belächelt, die Karte. Ich bin auch immer noch der Meinung, das Deck ist probably auf der Ladder kann man Probleme damit haben, wenn man nicht so viel gegen Aggro hat, aber da wirken wir entgegen mit Darkwater Scourge. Ja, wir spielen diese Karte wirklich unironisch. Und Masked Mother, weil Masked Mother dann das Ephemeral nicht mitnimmt als Keyword. Und dann haben wir einfach ein 7-7 Lifesteal Unit auf Turn 5 spätestens, wenn wir beides haben. Ja, was haben wir sonst noch? Early on, unsere One-Drops sind mehr Combo-Pieces als alles andere. Chao kann halt kleine Units blocken und dabei nicht sterben, bis wir einen Dragon spielen. Und Islander hat ein Prime-Target und das ist nochmal Spectral Matron. Die wollen wir reduzieren, damit wir sie so schnell wie möglich aufs Board kriegen. Deswegen sind wir auch jam-packed mit einem vollen Set von Mobilize. Und ja, Cythria doubled alle Units und dann haut man dem Gegner ins Gesicht mit großen Drachen und spooky Thingies. That's the deck. Und das war, ja, so das grobe Intro. Sonst, Strike Spells können auch auf Darkwater Scourge benutzt werden, wenn man nicht anders überleben kann. Sharps halt natürlich gegen Elusives. Ein Glimpse, wenn man nicht so viele Targets hat, aber hin und wieder ist es halt ganz geil. Ja, sonst Laurent Prodige kann viele Units im Moment challengen. Irelia zum Beispiel. Viele, viele 3-2-Deadlines und sie halt töten und überleben. Ja, und Guardian ist momentan für jedes Demacia-Deck eigentlich ziemlich Pflicht. Ich spiele einen hohen Demacia-Count, wenig Shadow Isles, aber die Shadow Isles-Karten, die wir spielen, die ohne die wird es halt nicht gehen. Weil wir Matron halt auf Turn 8 spätestens eine Cythria aus der Hand holt und meistens sogar noch früher. Ich würde euch aber jetzt ins Gameplay überweisen. Das habe ich nämlich auch schon, da werde ich euch jetzt hinschmeißen. Dann wünsche ich euch noch einen charmanten Tag und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder nach Runeterra geht. Ciao. Okay, Leute. Thresh Nessus. Eins der zwei, ja, ich würde sagen, eins der zwei stärksten Decks, die wir haben im Moment. So. Hier ist die Cythria, die wir eigentlich letzte Runde auch schon haben wollten. Okay. Masked Mother into mit Darkwater Scourge wäre wieder hier, weil die doch relativ aggressiv sind Early Game. Mobilize halte ich nicht gerne, wenn ich keinen von den One-Drops sehe. Combat wäre geil, wenn wir Scourge finden, aber ich glaube, ich muss actually hart malen für Scourge und Shyvana. Und dann Stabilize und dann hinten raus über Cythria gewinnen. Das müsste unser Gameplan sein, ja. Er malt nur eine. Ja, aber das ist gut. Das ist gut. Die töten für gewöhnlich nicht auf Turn 5. Und wenn wir tatsächlich vorher ein Mobilize finden, dann ist das halt
Dann haben wir Turn 3 Mobilize, eventuell Mobilize Shyvana. Also Mobilize Chao Shyvana. Oder wir müssen wir jetzt Shyvana ziehen und dann Mobilize. Ja, schon mal Mobilize. Und dann können wir nämlich auf Turn 3 wieder Chao Shyvana machen, so wie wir es eben gemacht haben im Game gegen das Star Wars Set Deck. Und dann können wir auf Turn 4 das wieder droppen. Nee, ich will hier eigentlich nicht droppen. Ich will mir meinen Mana banken. Das ist eine Sache, die eigentlich im Moment kaum möglich ist. Aber dadurch, dass wir... Moment, kann ich das jetzt schon droppen? Geht auf 2, die geht auf 1. Ja, das ginge auch. Das würde mich halt sehr viel kosten. Dann... Ja, wobei... Ich glaube, das ist actually richtig. Dann können wir nämlich... Chao geht auf 0, das heißt, wir können gleich, sobald wir Shyvana ziehen, Chao into Shyvana droppen. Gucken wir mal, was er macht. Er will, glaube ich, weiter developen mit seinen 3 Mana. Und dann smacken wir jetzt einfach die Mask Mother da drauf. Und selbst wenn er jetzt Open Attack, können wir Mask Mother slappen und dann können wir Open Attacken und das erstmal wieder für 7 heilen. Ja, Mask Mother, ich bin so ein großer Fan von der Karte hier geworden. Ich find's unglaublich. Ich find's unglaublich, wie gut diese Karte ist. Ich habe das nicht erwartet. Aber gerade halt sowas wie Darkwater Scourge, generell gut halt Ephemeral Units, die man halt damit fressen kann, ist halt. Boah, Leute, ich krieg gar keinen Schaden davon. Ja, ich möchte nicht zu viel Damage auf ihr nehmen, jetzt schon. Weil das ist actually unsere Loose Condition, dass wir halt nicht stabilisieren können gegen die. Müssen auch gucken, dass die Slate Trigger relativ low sind, bisher hat er halt einen. Aber wollen wir den Chao halten? Ich persönlich halte ihn einfach gerne dafür. Okay. Was wir jetzt machen könnten, jetzt ist die Frage, ob er darauf reagiert. Chao developen. Mit Chao angreifen. Was ultra der Bait ist für Radiant Guardian. Aber ich glaube, das ist actually hier ein Play. Ist das das Play? Ich glaube, wir können auch erstmal Open Passen. Ich bin nicht. Wenn er den Turn einfach beendet, finde ich das nicht schlimm. Und wenn er eine Reaction macht, dann können wir gucken, was wir da machen. Keeper. Keeper, Keeper, Keeper. Ich glaube, dass Chao Attack ist, glaube ich, actually das Play. Ich glaube, das ist das Play, weil wir müssen gegen die eigentlich nur stabilisieren. So. Wenn das nicht blockt, hitten wir irgendwie auf 13 runter. Und es ist jetzt halt genau die Sache so. Er kriegt halt noch einen zweiten Slay. Das ist sein zweiter Slay dieses Game. Aber wir kriegen jetzt gleich Radiant Guardian. Und wir müssen halt straight up nur stabilisieren. Weil die müssten theoretisch... Ja, das ist okay. Das ist komplett okay. Können wir Guardian developen. Sobald wir eine zweite Mask Mother finden, bauen wir einfach wieder eine große Mask Mother, die Lifesteal hat. Und ja. Dann gucken wir doch mal. Screeching Dragon ist gut. Screeching Dragon ist sehr, sehr gut. Will ich das? Wollen wir das, Leute? Ich finde den Screeching Dragon hier zu developen klingt erstmal geil. Weil er das auffressen kann da. Da geht er auf 2. Er müsste präventiv Wildfeasten. Er muss auf Attack Wildfeasten. Nein, muss er nicht. Muss er nicht. Er kann auch. Während ich meinen Blocker seine, kann er auch Wildfeasten noch. Also eigentlich darf er nicht angreifen jetzt in der Situation, weil wenn er, egal wen er pullt, wenn ich nicht blocke, kann ich nächsten Turn einfach seinen Thresh töten. Und die Tatsache, dass er low on resources ist actually schlimmer für ihn als für mich ist, dass ich nur 3 Handkarten habe.
Weil ich habe Stalking Shadows, ich kann gleich komplett aus dem Nichts explodieren. Weil fies. Ja, weil fies ist auch okay, können wir eh nichts gegen machen, wir haben keine Mana mehr. Chillen jetzt ein bisschen. So. Das ist natürlich ein sehr guter Pickup und jetzt gucken wir, dass wir. Okay. Das war jetzt nicht das, was ich haben wollte. Aber wir können jetzt straight up einfach gucken, dass wir für hier gehen. Der Grund, warum wir Thresh pullen und nicht einen von denen, um sie zu töten, ist die Tatsache, dass unser Dragon dabei auf. Er kann ihn dann Wildfeasten, da geht er auf 4 Leben, dann töten die sich gegenseitig und dann kriege ich den Fury Proc nicht. So ist er outside of Wildfeast Range und dadurch, dass Radiant Guardian tough ist, kann die auch nicht gewildfeastet werden, weil sie nur 3 Damage von den 4 Attack Units kriegt. Plus im Zusatz kann Thresh gleich den nicht pullen, weil er selber sterben würde. Frage ist jetzt halt, ob er 4 Slays gleich hinkriegt. Und das sieht leider Gottes so aus. Es ist meistens ein guter Start, wenn man noch 4 Slays haben will. Hätte noch Butcher, Glimpse, right. Okay, das war aber jetzt insgesamt auch nur Death Nummer 3. Slay Nummer 3. Slay Nummer 3, das ist halt immer noch ein sehr, sehr kleiner Nasus. Okay, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber alles noch im Bereich des Machbaren, Leute. Alles noch. Oh, die ist gut. Die ist gut. Frage ist, ob ich die jetzt droppen will. Ach, Damage. Kann ich actually nehmen. Oder? Oder will ich actually das Board leer räumen? Ich glaube actually das Board so clever machen wie möglich. Shyvana droppen. Und dann Matron. Ich bleib auf 20 HP. Thresh flippt davon, das ist ein bisschen doof. Aber er hat dann schon angegriffen. Mit 4 Karten in Hand. Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, das ist sinnvoll. Wichtig ist es auch, den zu blocken. Fearsome plus der Lifesteal, das heißt, die Attack hat quasi gar nicht stattgefunden. Da ist der Flip von Thresh, der ist aber erst relevant bis zu seinem nächsten Turn. Wir können hier Shyvana developen. Das waren jetzt 3, 4, ne, 4, 5. Slay 4 und 5. Das müsste jetzt im Moment ein 7-7 Nasus sein. Oder halt auch nicht. Aber wir können jetzt gleich straight up auf den Nasus drauf. Wir können den Nasus töten, wir können Thresh töten diese Runde. Das ist halt. Moment, welche ist die Ephemeral One? Das ist die Ephemeral One. Das heißt, wir wollen eine von den anderen pullen. Wir wollen die pullen. Wir wollen dem Gegner halt nicht zeigen, wie viel Sithflares wir potenziell in der Hand haben können. Shyvana geht aufs. Das sind halt plötzlich nachher absurde Zahlen. Vor allem, wenn wir jetzt halt in diesem Neutralized Game State sind, wo wir gleich mehrere Scythias droppen können. Dann fängt das an, richtig toxisch zu werden. Okay. So, was kann er machen mit dem Nasus, um ihn größer werden zu lassen? Wir können jetzt erstmal. Mit Scythia können wir erstmal den töten. Können wir hier mit denen töten? Können wir hier das töten? So. Und selbst wenn er jetzt noch eine Answer für irgendwas hat, können wir immer noch Single Combat nutzen. Richtig? Richtig, Jungs. Und das ist halt diese Flexibilität, die das Deck halt hat. Wir haben effektiv gar nicht mal so viel Early Game. Das ist ja eine Sache, die ich tatsächlich an der Liste auch nicht so sehr mag. Manchmal hat man einfach das Problem, dass man straight up in Aggro reinläuft und keine Scourge hat und gar nichts. Boah, dann töten wir noch den. Er könnte glimpsen. Aber dann wäre der zweite Thresh auch weg. Nice, das ist Shyvana Flip. Das ist auch huge für uns. Und klar, die ist vulnerable. Die kann er jetzt gleich töten mit dem 4-3, aber das ist tatsächlich nicht so schlimm. Potenziell können wir noch Sharpside toppen. Sharpside Top Deck wäre natürlich auch gut. Shocking Shadows ist okay. Shocking Shadows ist actually okay. Betrayal buried Shurima. Hope revived it.
Stalking Shadows. Ist Stalking Shadows hier richtig? Ich glaube, Stalking Shadows ist hier richtig. Wir könnten nämlich eine Dings finden. Eine Matrix. Ah. Ah, ich liebe es. Ah, ich liebe dieses Deck. Das ist so geil. Das macht so ultra viel Spaß. Jetzt machen wir nämlich. Wir nehmen die Non-Ephemeral oder nehmen wir die Ephemeral? Ich würde hier actually die Non-Ephemeral nehmen. Wir beschwören wieder die gleiche Stats, weil wir ihm immer noch nicht sagen wollen, wie viele wir haben. Und guckt euch diese Stats an, Mann. 18, 8 Schwana. Der muss halt mit Nasus rein. So. das ist so geil. Das macht das Deck, wenn das wirklich ans Rollen kommt und wenn man nicht das Early Game komplett kacke zieht. Also Darkwater Scourge, Masked Mother ist probably einfach euer Go-To-Gameplan gegen Agro-Decks. Zusammen mit Shyvana. Und Shyvana ist halt gerade im Azir-Aurelia-Matchup im Moment beyond broken. Wenn ihr die gerade mit, wenn wir die aus dem ersten Game die Turn 3-Kombo haben, mit Mobilize, Chao, Shyvana, dann ist es instant eine 4-5 Shyvana, die einfach alles, alle fucking Blades auffrisst, solange kein Marshall oder kein Flipped Azir auf dem Board sind. Und selbst Flipped Azir geht noch. Marshall ist da eher das Problem, dass man Shyvana dann nicht großartig hochfeeden kann. Aber ja, die Lifesteal Units kommen super klatsch, weil sein Nasus wird nie groß genug sein, um mit Atrocity mich zu töten. Das sollte einfach nicht passieren. Vor allem, weil wir können gleich wieder Darkwater Scourge, wobei wir probably einfach eine Scythia on Curve droppen. Scythia on Curve droppen und dann einfach nur rein. Der Gegner verzweifelt, glaube ich, gerade ein bisschen. Wir werden den Turn. Und wir. Get him, boys! Look at those Statsticks! Das Geile ist halt, dass sie hier noch alle Challenger haben. Sachen, die man hier mit machen kann, ist, man kann halt mit den großen Units dann, gerade wenn man so eine Matron hat, die jetzt schon die dritte C3 abbekommen hat. Ich meine, guckt euch an. Nein, das wollte ich nicht. Ja, ein 6-6. So, und jetzt machen wir einfach. So, die große Shyvana. Jetzt im. Ich kann den Nasus nicht fressen im Moment, weil ich kein Spellmanner gebankt habe, aber. Seid doch mal ehrlich, das ist schon geil, sieht schon geil aus! Es sieht schon mega geil aus, ich liebe es. Ich liebe dieses Deck komplett. Gegner hat straight up resigniert. Dragons have no remorse. Danke, Shyvana. Das war der Schluss für heute. Während ich weiter ein bisschen versuche, ein bisschen Elo zu generieren. Sowohl mit Scythia als auch natürlich, um die ganzen Asi-Irelia-Spieler ein bisschen zu nerven. Mit Shyvana. Die haben nämlich alle keinen Bock drauf. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag. Es hat euch gefallen.